Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri. Die Skyline von Crown Falls schießt in die Höhe. Wir haben jetzt nämlich Wolkenkratzer auf Stufe 3. Leider können wir keine weiteren aufsteigen lassen. Wir bräuchten nämlich eigentlich noch ein paar, um hier die nächste Stufe zu erreichen mit dem Einrichtungshaus. Aber derzeit ist uns tatsächlich das Fenster ausgegangen. Oder die Fenster, besser gesagt. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir werden einfach mal aus der alten Welt wieder was holen. Die Tölpel 2 habe ich vor einiger Zeit hier erstellt. Da werde ich einfach mal eine Tulpe draus machen. Und da nehmen wir mit 300 Tonnen Fenster. So. Ab nach Crown Falls mit euch. Und ich glaube, ich werde auch schon mal gleich noch mal ein paar Schiffe erstellen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass wir dann doch noch das ein oder andere brauchen werden. Deshalb machen wir hier noch mal ein paar. So. Während wir darauf warten, gehe ich mal wieder nach Capsuloni und wir haben einiges zu tun. Denn bei der ganzen Aufsteigerei in letzter Zeit sind natürlich wieder einige der Bedürfnisse doch etwas hinten runtergefallen. Und da müssen wir uns einfach mal wieder drum kümmern. Also so ein bisschen hatte ich ja auch schon angefangen. Mit den Brillen zum Beispiel. Leider, muss ich sagen, reicht das nicht. Also ich habe es mir angeschaut, obwohl ich ja jetzt hier ein Item drin habe, das plus 40% liefert. Können wir ja mal hier drauf gucken. Wo haben wir so die Brillen? Hier. Also obwohl es doch so ist, ist die Nachfrage immer noch höher. Es ist nicht viel höher, aber ja, also ihr seht, es ist besser geworden. Das ist so ein bisschen der Knick, das sieht man auch an dem Glas. Wir bekommen ja extra Glas durch dieses Item. Also seitdem ist dieses Item aktiv, aber leider reicht es einfach noch nicht. Wir werden noch ein weiteres Item brauchen. Also noch eine weitere Brillenproduktion. Also gut. Machen wir das halt so. Wobei ein weiteres Item vielleicht auch nicht verkehrt gewesen wäre. Wir gucken mal, ob wir vielleicht doch noch das ein oder andere hier hinbekommen. Lass mal schauen. Haben wir ein Item für Brillen? Brillenfabrik. Das habe ich ja schon. Alle Produktionsgebäude ist sicherlich nett. Wegen weniger Brandgefahr. Aber es sieht nicht so aus. Gut, wir hätten hier einmal die Brillenmacherin, aber das sind nur Wartungskosten. Nee. Also da sind wir leider noch nicht so weit, aber vielleicht können wir ja was erforschen oder so. Gucken wir mal, ob sich hier irgendwie was ergibt. Ja, gute Idee. Nehmen wir mal die Pflanzen hier. Ihr merkt schon, ich mache das immer gleichmäßig. Das ist irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Tick von mir. Alle Baumschulen mehr Produktivität finde ich gut. Ich weiß ja auch nicht so ganz genau, wo ich was finden würde. Ich glaube, das mit den Baumschulen will ich haben. Weil es kann ja entweder technologisch oder als Talent funktionieren. Die Kultur nehme ich dann halt einfach mit. Alle Restaurants. Okay. Kaffeerösterei. Aha, Krankenhäuser, Wohnhäuser, Gelehrtenhaus. Das ist halt alles nicht so ganz das, was ich suche. Probieren wir es nochmal. Tja, entweder Pflanzen oder Tiere. Pflanzen, Tiere, Pflanzen, Tiere. Ich nehme mal die Tiere. Technologischer Fortschritt. Baumschulen der alten Welt. Mhm. Was ist das denn? 5 plus 5 alle 4 Runden oder was? Hm. Vielleicht. Alle Rathäuser. Mhm. Ja, probieren wir es mal hier. Schokoladenfabrik. Schneiderei. Das ist nicht verkehrt. Statt Baumwollstoff verarbeitet das Gebäude Wolle. Das ist ja richtig krass. Das ist ja richtig krass, die Kostümbildnerin hier. Mhm. Der ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, das finde ich jetzt schon ziemlich stark. Ach, komm, eine Runde noch. Ziegelein- und Betonwerk, extra Stahlträger. Schon ziemlich cool. Portier, blauer Himmel. Hm.
Na, ich weiß nicht. Das ist irgendwie alles nicht so hilfreich. Tambacto-Diorama. Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das schon haben. Ich werde das mal identifizieren. Ha, nee. Aber es war jetzt nicht das dabei, was ich mir gewünscht hätte. Wir könnten natürlich in der alten Welt mal gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere hier noch kaufen könnten. Wobei ich jetzt nicht so viele Möglichkeiten habe. Gucken wir mal, was hier der gute Eli anbietet gerade. Glühbirnenfabrik und Phonographen. Auch nicht verkehrt. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Das ist für Goldminen. Aber es macht sie weniger produktiv und braucht mehr Arbeitskräfte. Was ist denn das? Ein Helium-Experte? Achso, man kriegt Helium dafür. Verstehe. Naja. Na, der hat jetzt nicht so die besonderen Sachen. Vielleicht Archie? Unterwäsche? Nein, zu pieksig, zu ungelenk. Hemd und Hose sollten jeder für sich stehen dürfen. Hier, alle Chemiefabriken, Produktivität plus 50%, aber auch mehr Arbeitskräfte. Aber dafür weniger Brandgefahr. Tja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, aber so richtig, richtig begeistern tut mich jetzt keins dieser Items. Das ist ein bisschen schade. Naja, da müssen wir jetzt erstmal so damit klarkommen. Aber die Brillen sind auch nur eine meiner Sorgen. Eine andere Sorge sind zum Beispiel ist immer noch die Limonade. Und da würde mich wirklich interessieren, wo das Problem genau liegt. Ich meine, jetzt gerade funktioniert's. Mehl haben wir übrigens nichts über. Wird alles komplett verwendet, offenbar. Was ja nicht verkehrt ist. So. Also, wir brauchten Zucker dafür, den haben wir. Wir brauchten Zitrusfrüchte, die sind auch gerade vorhanden. Ihr Schiff ist von Salpeter ist nicht viel. Muss ich noch mehr Salpeter einhandeln oder kann ich hier irgendwas tun? Gibt's vielleicht irgendein Item für Salpeter? Haben wir da vielleicht irgendwas? Alle Inseln. Salpeterwerk. Ich vermute, dass es eher bei der Hafenmeisterei wäre. Aber da gibt es auch nichts. Unbekannt, was gibt's hier? Alle Produktionsgebiete, Gebäude an der Küste plus 15%. Plus 25%, wie kriegt man denn das? Umwandlung beim alten Nate. Oha. Das ist ja mal cool. Oder beim alten Nate als Aufgabe. Und hier gibt's auch noch mal eins. Mal alles beim alten Nate. Plus 35% für alle Produktionsgebäude an der Küste. Das finde ich stark. Das will ich haben. Okay. Schön, dass wir was gefunden haben, was ich haben will. Erstmal wollte ich aber einen Nate da. Ein neues Echolot. So. Gut. So, und was war das jetzt? Das war hier ein Hafenmeisterei-Item. Alle Produktionsgebäude an der Küste und alle Schiffswerften liefert Elektrizität, aber auch mehr Brandgefahr finde ich nicht gut. Quarzgrube. Achso, das ist nur, wenn es aktiv ist. Nee, da ist das hier schon am besten. Was braucht man dafür? 20 von dem blauen Schrott. 10... Eisen, 10 Fuhrwerke, 10 Dampfmaschinen. Heute werden wir erfahren, ob die Alpakas das Zeug haben, die Nandus zu schlagen. Das sollte ja nicht so schwer sein. Also, wir holen uns, glaube ich, erstmal den einen Teil und dann den anderen. Zoologische Expedition ist übrigens zurückgekehrt. Mit einer gelben Haarqualle, einer Giraffe, das finde ich gut, und einem Rentier. Können wir hier einmal ausladen.
Alle bitte weg. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal hier eine von den 3-Sterne-Missionen. Das bringt ja eh die besseren Sachen. Also. Die Kustrazier. Jetzt kriegt sie richtig was zu tun. Also Gefechtskunde, Kampfkraft, Redegabe. Gefechtskunde haben wir hier. Kampfkraft ist auch ein bisschen dabei. Mit Redegabe wäre noch was schön. Haben wir jemanden außer Drew Journal? Thomasina Lenken wäre cool. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Hätte auch noch Navigation. Oder Tim, der Steuereintreiber. Wäre auch nicht verkehrt. Der hat nämlich noch Kampfkraft. Ist fast noch besser. Bei Navigation haben wir eigentlich genug. Ja. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Gut, man hätte auch den Schiffskaplan noch als Möglichkeit. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Nehmen wir den noch mit. So, also, an Waren. Wir nehmen natürlich wieder unser Bier mit. Für Kampfkraft klassischerweise dieses Rindfleisch und Gefechtskunde muss ich eigentlich nichts machen, aber noch mal ein bisschen mehr, weiß nicht, Schnaps oder so. Wie viel Schnaps haben wir denn noch? Wo ist denn der Schnaps? Hier. Dann sind wir bei 81%. Vielleicht geht noch was. Vielleicht nehmen wir einfach noch mal ein bisschen Holz für Geschick mit oder so. Gut, das sind auch nur 83%. Das ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Also am besten wären eigentlich noch ein paar zusätzliche Rationen. Nehmen wir ein bisschen rum mit. Haben wir noch ein bisschen mehr Heilkunst. Auch nicht verkehrt. So, das wird schon irgendwie klappen. Und die andere Expedition ist auf der Insel der Liebe, eine Angelegenheit des Herzens. Die Mannschaft hat die Gastfreundschaft genossen und viele weigern sich, die Insel zu verlassen. Sie haben Liebesbande mit den Söhnen und Töchtern des einheimischen Königs geknüpft. Vielleicht kann er überzeugt werden, sie mit euch ziehen zu lassen. Sie könnten versuchen, eine Übereinkunft zu treffen, oder aber sie warten, bis er sein Kupferorakel befragt hat. Okay, entweder wir versuchen, ihn von der aufrichtigen Zuneigung ihrer Mannschaft zu überzeugen, oder wir erwarten das Urteil des Kupferorakels, aber das scheint irgendwie erfolgreicher zu sein. Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Und der König ist entzückt wegen der Hochzeit seiner Kinder. Einfühlsames Verständnis für die lokalen Sitten und bruchstückhafte Kenntnisse ihrer Sprache ermöglichen es, die Liebesbotschaft verständlich zu machen. Es folgen Feierlichkeiten und zur allgemeinen Erheiterung schreckliche Tänze. Seinen Kindern steht die wohl längste und faszinierendste Hochzeitsreise bevor. Eine Hausärztin bekommen wir. Cool. Immer her damit. Neue Befehle? Da sind übrigens die Fenster mittlerweile angekommen. Und jetzt bin ich eigentlich gerade eher damit beschäftigt, mich mal hier um diese ganzen Sachen zu kümmern. Halten Sie sich besser die Uhr. Also, die Limo. Habe ich da jetzt überhaupt, da habe ich überhaupt keinen Fortschritt gemacht, oder? Ich habe nur festgestellt, dass ich ein bisschen wenig Salpeter habe. Achso, ich wollte hier die Produktivität erhöhen, ich verstehe. Ja, das war mein Ziel, genau. Dazu brauchte ich dieses Schiff. Also, erstmal brauchen wir den Schrott. Das waren, glaube ich, 20 Tonnen. Dann brauche ich Eisen. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Waren es 10 Tonnen? Was ist? Hey, ich versuche hier nicht weiter aufzufallen. Ja. Und 10 Tonnen jeweils von den anderen Sachen. Also 10 Tonnen Dampfmaschinen und dann muss ich allerdings auch 10 Tonnen Gestelle, Fahrgestelle, was auch immer das war, besorgen. Die kriege ich, glaube ich, hier. Müsste eigentlich klappen. Okay, hier geht der Kampf aus. Also es ist so, wie ich es befürchtet habe, dass wir tatsächlich mehr Kampfer benötigen. Schiff vom Stapel gelaufen. Wo war denn jetzt diese Route? Hier. Na, die sind halt wirklich voll. Vielleicht war das doch nicht so clever, das zu ändern. Wo ist denn der jetzt? Ach,
Ach, der wartet hier noch? Nee, der konnte das nicht ausladen, ne? Ah. Jetzt können wir die Anliegestelle aber mal endlich hinsetzen. Also, der konnte so viel Baumwolle gar nicht loswerden. Kampfer hätten wir aber wirklich im Überfluss. Ich bin echt am Überlegen, ob wir die Route nicht doch wieder zurückändern. Und doch ihn mehr Kampfer einladen lassen. Das hat jetzt hier natürlich schon mal wieder nicht geklappt. Ach. Mögen wir eines Tages an diese Küste so, zurückkehren. Jetzt kann er los. Tja, und die andere. Toi, toi, toi. Ich drück dir beide Daumen. Da kann ich nur hoffen, dass ich den rechtzeitig erwische. Oh, ganz schön voll hier. Das ist da. Das trifft sich ja gut. Offenbar reicht auch auf der Seite hier mal wieder das nicht mit den Anliegestellen. Also auch hier wieder ein Flaschenhals. So. Also. Der kann hier einmal ausladen. Bis auf die Baumwolle, die werden wir hier offenbar nicht mehr los. Gut. Ach, hier haben wir auch nicht genug Fenster. Messing. Wir haben nicht genug Kupfer hier. Eins. Wir haben ja aber auch noch Kupfervorkommen. Also daran kann es jetzt nicht scheitern. Da ist auch die Kondor wieder. So. 10 Tonnen Fahrgestelle. Hier. Damit ziehe ich jetzt zum alten Nate weiter. Hol mir dieses wunderbare Item. Wobei es die Frage ist, ob ich das jetzt wirklich mit diesem Schiff hätte machen müssen oder ob das auch mit einem anderen gegangen wäre. Na, egal. Jetzt macht es halt der. Und ich wollte nochmal in den Zoo reingucken. Wir haben ja gerade neue Tiere bekommen. Wir haben die Giraffe bekommen. Es fehlt mir nur noch der Wildhund. Kriegen wir den zufällig gerade in den Besser? Neue Befehle, Admiral. Zufällig nein. Können wir nochmal gucken? Nope. Aktuell offenbar nicht. Schade. Naja, auf jeden Fall habe ich große Hoffnung, dass ich, wenn ich die Salpeter-Produktion hier ein bisschen ankurble und dabei vielleicht sogar auch noch andere, hier mit dem Quarz, das kann auch nicht schaden, dass es dann mit der Limonade besser läuft. Dazu brauche ich allerdings unbedingt eine Hafenmeisterei. Und die muss wohl so stehen. Die kriege ich möglichst viel unter. Da hätte ich die zwei Salpeterwerke und 3 Quarz. Und hier hätte ich auch dasselbe. Also es macht keinen Unterschied, egal wie man es macht. Ich kriege nicht mehr als 5 von denen unter. Ach so, mir fällt auch gerade ein, in Manola hat er doch eben erzählt, dass die Weltmeisterschaft schon läuft, oder? Da könnte ich ja meinen Einfluss mal abholen. Halten Sie das mal hoch. Jawohl. Damit es alle sehen können. Genau. Weitere 150 Einfluss für mich. Jetzt haben wir endlich mal wieder eine Einflussgröße, die mir richtig Spaß macht. Wie sieht's denn eigentlich aus? Na, wir haben gar keine Kanonen hier. Das müsste ich auch nochmal machen, dass ich nochmal hier Kanonen runterliefere. Damit wir die neue Welt noch ordentlich befestigen. Zum Beispiel mit der Silberstreif. Die könnte das übernehmen. Die nimmt mal richtig. Oh Gott. Richtig viele Kanonen mit. Ich weiß nicht, ob wir da schwere Geschütze brauchen. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Und ja, ab nach Manola damit. Wir sind angekommen. Neue Befehle. Die Kondor
Kann wieder umwandeln. Diesmal die zackige Abwrackzange. Sehr gut. Die liefern wir wieder hier runter. Und dann haben wir hier demnächst ein gutes Item drin. Ich kann natürlich auch sonst mal gucken, ob ich vielleicht noch Items für den Hafen habe. Hafenmeisterei-Items. Keine Unbekannten wirklich. Da haben wir in der Tat nicht allzu viel, aber vielleicht generell so. Keine ausgerüsteten. Schereien und Perlenfarm mal wieder. Konture und Anlegestellen. Gibt es da irgendwas für Quarzgruben? Das sind im Grunde genau dieselben Sachen. Nee. Also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, das sehe ich ein. Aber gut, dann ist es halt so. So, während wir darauf warten, kümmern wir uns noch um andere Probleme. Der Teufel fordert seinen Tribut. Und zwar die Schuhe. Die sind genau das Nächste. Die Schuhe reichen auch nicht mehr. Schauen wir uns das hier mal an. Schuhe. Also ist schon ein bisschen mehr, was wir hier brauchen. 5 gegen 4, die wir produzieren. Wir bräuchten quasi einen mehr. Das waren diese Produktionen. Habe ich davon wirklich nur 2? Ja, 2 Stück. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir da vielleicht nicht doch noch was machen könnten. Mit einem Item oder so. Ich tausche die hier mal kurz. Einfach der Ordnung halber. Die kommen auch da hinten hin. Sind ja eigentlich beide im Umkreis. Es gibt nämlich hier schöne Schuh-Items, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich welche davon habe. Doch, hier. Produktivität für den Schuster plus 40% minus 50% Arbeitskräfte. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das werden wir jetzt mal einführen. Vielleicht reicht das. Vielleicht auch nicht. Müssen wir sehen. Aber das würde ich erstmal so versuchen. Und ja, wenn nicht, müssen wir entweder noch ein anderes Item finden oder tatsächlich doch noch eine weitere Schuhfabrik aufbauen. Aber erstmal versuchen wir es so. Bei den Anzügen ist es genau dasselbe. Das reicht auch nicht mehr. Da bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob ich da ein Item für habe. Maßanzüge. Da haben wir welche. Beeinflusst den Schuster. Achso, da würden wir weitere Maßanzüge bekommen. Wie kommt man denn daran? Eine Aufgabe von einem Gelehrten im Enbesa. Oder übers Forschungsinstitut. Gut, also das ist nicht das Richtige. Wie heißt denn nochmal diese Fabrik hier, welche ich brauche? Das Schneidergeschäft ist das. Schneidergeschäft? Was gibt's hier? Das ist auch interessant. Angela McEver, Meisterin der Improvisation. Weniger Arbeitskräfte und liefert Elektrizität. Auch richtig gut. Das finde ich stark. Blowther-Heats Säummaschine. Tja, leider habe ich keine Items, die jetzt mir helfen würden. Könnte man in der Weltausstellung durch die prächtige Anniversary-Ausstellung bekommen? Interessant. Sir Archibald Blake hat das manchmal. Das ist ja interessant. Also gibt es auf jeden Fall auch schöne Items. Ich gucke jetzt nochmal bei Archie.
ob es vielleicht zufällig genau in diesem Moment gerade dieses Item Ihr gibt. Schiff ist von der Überfahrt zurück. Wäre natürlich ein arger Zufall. Aber das hätte mich jetzt auch gewundert. Was haben wir denn da? Ventilatorfabrik und Motorrollerfabrik. Ist zwar eine höhere Brandgefahr, aber halt auch 45% Produktivität. Warte auf Befehle. Ist vielleicht gar nicht so eine blöde Sache. Alle Fertigungsstrafen. Straßen meine ich natürlich. Wären 80% produktiver, bräuchten weniger Arbeitskräfte, aber halt auch mehr Wartungskosten. Naja, ist trotzdem vielleicht nicht das Verkehrteste. Naja, das sind wieder die Baumschulen. Naja, wir nehmen es trotzdem mal mit. War jetzt durchaus ertragreich, das bringe ich jetzt einfach mal nach Cap Trelawney. Auch wenn es nicht unbedingt das war, was ich gesucht habe, aber so ist es manchmal. Ich bin quasi gerade im Item-Shoppen. Vielleicht findet man ja hier doch noch das ein oder andere Schöne. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja. Tja, aber es bleibt eben leider die Tatsache, dass die Maßanzüge nicht ausreichen. Kaffee übrigens auch nicht. Woran liegt das jetzt wieder? Die brauchen zu lange zum Beladen offenbar. Das spricht dafür, dass wir zu wenig haben. Okay. Ja, muss ich mich auch noch drum kümmern, aber ich habe gerade ein bisschen wichtigere Sorgen. Schmuck zum Beispiel wird auch mittlerweile weniger. Also nicht, dass mich das jetzt extrem beunruhigen würde. Aber ja, man sollte es sich auf jeden Fall anschauen. Hören Sie sich nicht an den Damm folgen. Achso, das sind auch die Schneidergeschäfte hier hinten. Verstehe. Phonographen, wo ist denn der Schmuck? Ah, hier. Die sind's. Wir schlingern ins Ungewisse. Habe ich irgendwas für Schmuck? Nee. Hier gibt's zwar was für die Uhrenwerkstatt, wo man zusätzlich Schmuck bekommt. Was ganz nett ist. Kriegt man auch einfach mal so ab und zu. Aber Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Goldschmiede? Goldschmiede, glaube ich, ne? Der ist ja krass. Ja, gucken wir mal, ob ich vielleicht irgendwas habe. Ja, ich habe hier die Uhrmacherlupe. Plus 40% Produktivität für Goldschmiede, Brillenfabrik, Mehrzeugfabriken, die Waffen produzieren. Wo befindet sich das? In einem großen Kontor. Die Frage ist, in welchem? Hier? Ich hab das schon hier? Oh, tatsächlich, die Uhrmacherlupe. Oh, die würde sich jetzt hier gerade richtig anbieten. Dann machen wir die doch mal gleich hier rein. Nochmal 40% extra. Und weniger Wartungskosten. Finde ich gut. Wir sind bereit. Übrigens ist die Hoheit auch schon wieder da. Das geht immer recht zügig. Kann eigentlich direkt wieder zurück zu Archie. Mal gucken, ob wir da nochmal was finden. Dieses Item müsste mittlerweile ja auch angekommen sein. Dann werde ich das hier gleich mal einsetzen. Jawohl. Plus 35% obendrauf. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Ob es jetzt ausreicht, um endlich genug Salpeter für unsere Limonade zu bekommen. Wir werden sehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.